Herzlich willkommen zurück zu Let's Play. Ja, Ghost Raccoon Borderlands. Ja, nee, Schmarrn. Wildlands. Ja, wir warten mal kurz auf den Heini, dass sie sich wieder treffen. Und dann erschießen wir beide. Die gehen halt immer paarweise, ne? Ich frage mich echt immer noch, wie die den Sniper, den toten Sniper gesehen haben. Das war knapp. Wieso war das knapp? Das war schön. So. Jetzt schaut der Sniper her. Das mag ich gar nicht mehr. Oh nein. Achso, okay. Alter, der hat ein bisschen geplinkt. Deswegen dachte ich, dass der mich sieht. Okay. Komisch, dass die Leichen immer verschwinden. Also für mich ist das praktisch, aber das ist nicht sehr realistisch. Wie geht man am besten weiter? Ich glaube, die Straße zu säubern ist, glaube ich, jetzt am besten. Immer von außen nach innen, nicht von der einen Seite. Deshalb wird halt der da unten wird halt interessant. Oh oh. Gehen wir hier unten noch weiter? Ich hoffe nicht. Okay, den muss ich auch ausschalten. Ich gehe in Position. Suche eine bessere Schusslinie. Position. Ich habe das Ziel. Hab das Ziel. Auf dein Zeichen, Boss. Geh in Position. Bereit. Auf deinen Befehl. Zivilisten im Gebiet. Schusslinie beachten. Eröffne Feuer. Greife Tangos an. Okay, nichts passiert. Schuss gehört? Nee. Doch, die haben einen Schuss gehört, aber warum? Wie? Ja. Aber Simultanschuss ist gleich wieder da. Geh in Position. Position. Such eine gute Schusslinie. Gib Zeichen. Ich nehme die Penne unter Feuer. Sehr schön. Also ich glaube, in der Stadt drinnen darf ich den Sniper nicht benutzen, weil der wahrscheinlich doch zu laut ist. Was ich nicht schlimm finde. Also ich finde es nicht schlecht, dass der Sniper gehört wird. Weil der ist halt, ja, ein Scharfschütze. Also Scharfschützengewehre sind immer, also allgemeine, so Schalldämpfer heißt ja eigentlich nicht, dass der Schuss leise ist, sondern, nicht mehr zu hören ist. Also leise ist er schon, aber das ist eher so, dass man nicht weiß, woher der Schuss kommt. Also das ist eigentlich so, dass das Geräusch verteilt wird, also der Schall. Zwei schöne Headshots. Okay, es ist alles gut. Ha, sehr schön, so muss das nämlich. Hier ist eine Waffenkiste. Jawohl, eine große Waffenkiste. Nett. So, dann checke ich einmal die Waffe.
Feuerrate, Geräuschminderung, Präzision, Schaden. Ich schau mal, ob ich Teile, Zieloptik, Magazin, Lauf, Standardmündung, Schalldämpfer, kann ich nämlich machen. Zieloptik, Mikro, PK, Magazin erweitert, sehr schön, Schiene, Präzision, Handball, ja doch. Und der Lauf, langer Lauf, macht mehr Schaden. Reichweite ist auch erhöht. Ja, komm. Und noch die Farbe. Genau, Stoff. Nee, nicht Stoff. Totes Laub. Ah, ich habe ziemlich viele freigeschaltet jetzt. Marienblau, das ist schön. Aber wir sind ja eher die Scharfen. Das da ist gut. Vielleicht ein bisschen heller. Totes Laub ist auch gut. Ich glaube, ich nehme totes Laub. Ja, wobei. Ja doch, totes Laub. Gut. Der hat die Farbe. Hat sich ändert es jetzt mal auch. Totes Laub. So. Aber hier ist es viel dunkler als hier. Naja, egal. Das geht. Sehr schön. Gut. Dann gibt's hier noch ein Ausrufezeichen. Und dann haben wir die Sache schon abgefrühstückt. Wow. Über Stacheldraht, du bist echt gut. Warte. Ich kann das nicht. Du bist ja gemein. Okay. Dann Ausrufezeichen. Here we go. Here we come. So. Ich bin mal echt gespannt, wie das dann ausgeht. Also ob wir dann den... also... Schön für euch. Sehen wir uns hier nach Informationen um? Jawohl. Ob das ganze Santa Blanca... ob wir den ganzen Santa Blanca Orden oder das ganze Kartell platt machen. Oder... Hola, amigo. Haben Sie was über das Kartell gehört? Wo die sich rumtreiben oder so? Gracias. Viel Glück. Wir haben einen Kartellkiller aufgespürt. Sorgen wir dafür, dass er etwas zu erzählen hat. Ja, das machen wir. So. Starten. Nebeneinsatz. Ach so, ich dachte, wir machen jetzt den Mörder. Ist das der? Ah, das ist der Mörder. Egal, dann ja, das ist ja gleich da. Mörser. Gut. Genau, genau, ob wir das Kartell komplett auflösen, also vernichten, oder ob die Big Boss wieder mit ihm, also das passiert ja sehr häufig, dass die Bosse sich dann mit denen zusammenschließen. Ich sehe einen Narko, dort, am Checkpoint. Ich sehe einen anderen. Da. Genau, ob sie mit ihm einen Deal machen.
fliegt. Ist es keiner? Offensichtlich nicht. Oh Gott. Ich dachte wirklich, das wäre einer. Ach, sogar die Sonne wird halt angezeigt. Gut. Dann wollen wir mal die Verstärkung hier oder die Verteidigung hier starten. Ja. Wieso sollen wir das eigentlich markieren, wenn hier sowieso schon Rebellen sind? Na ja, egal. Entschuldigung. Die sehen ein bisschen nervös aus. Ich lege an. Bereit machen, Feuer. Roger. Der Sender nimmt zu viel Schaden. Hab ihn. Ja, danke. Keine Ziele zu sehen. Shit, wir haben Gesellschaft. Die sind alarmiert. Unidad Heli, unten bleiben. War ja klar, dass er jetzt in Unidad kommt. Die werden den scheiß Sender zerstören. Noch 20 Sekunden. Da ist einer. Die zerstören den scheiß Sender. Kataris Botschaft ist raus. Das sollte sein Volk aufstacheln. Voll in die Nüsse. Arschlöcher kommen hier lang. Was tun? Töten. Haltet die Waffen unten. Wir wollen die Leute für uns gewinnen. Sauber. Alle in Ordnung? So, gut. Wo ist die Munitionskiste? Da hinten. Guten Tag, geh mal zur Seite. Wir haben sie aufgescheucht. Warum? Ah, egal. Gehen wir. Wir gehen jetzt nämlich ja, gehen wir mal dahin. Wartet, ich fahre. Entschuldigung. Jetzt okay, ich bin drin. Plopp mal rein. Plopp. Sehr schön. So, ui. So. Dann schauen wir mal kurz, was das für ein Fragezeichen ist.
Und dann holen wir uns. Ui. Was war das denn? Ja, ich glaube, hier sind ein paar Feinde, ne? Hi. Na egal, der wird ja nicht, keine Warnung aussprechen. Was ist das denn? Tango Nummer 3. Okay, da ist wahrscheinlich auch irgendwo einer. Checkpoint und da oben. Scharfschütze, oben auf dem Turm. Hab noch einen, macht 5. Ein Scharfschütze. Da ist einer mit Maschinenpistolen. Sollen wir da einfach durchfahren? Was ist denn das? Checkpoint. Ah, das ist im anderen Gebiet. Das ist ein schweres Gebiet. Ja, denn das ist noch nicht für uns. Und dementsprechend ignorieren wir das einfach. Ich meine, die werden ganz sicher nicht uns hier drin erkennen. Von da oben. Das Kartell schickt Verstärkung. Unidad und Kartell gehen sich an die Kehle. Ah, Gott. Es scheint Reibereien zwischen Kartell und Unidad zu geben. Interessant. Scharfschütze in Deckung. Oh. Wo war der denn? Deckung. Ich check gar nichts. Ich check gar nichts. Danke. Was ist das? Mörserangriff. Willst du mich verarschen? Are you kidding? Komm, wir fahren hier weg. Alter, hier wurde halt alles. Entschuldigung. Verdammt. Ja, das Fahren ist echt schwer. Gut, kommt rein. Wir wollen jetzt
Markieren Sie den Konvoi. Na gut. Guten Tag. Wie viele hier Tangos hier sind. Wir werden sterben. Gesellschaft, bleibt wachsam. Der Truck will die Biege machen. Eröffne das Feuer auf diese Herrscher. Ja, sag ich doch. Oh, Scheiße, verdammt, das war knapp. Sauber, seid ihr okay? Wir haben jemanden wachgerüttelt. Wir brauchen wieder Helikopter. Bin drin, los. Alles gut, alles gut. Gott, oh Gott, oh Gott. Da sind mehr Ziele für dich. Wir brauchen einen Helikopter. Und es ist viel zu dunkel hier. Fuck, greife an. Wie verteilst du den Angriff? Achtung, das explodiert. Es ist wieder ein ereignisreicher Tag. Komm mal weg von der Straße hier. Wir brauchen Heli oder so ein gepanzertes Fahrzeug. Ein Scheiß. Leute, sammeln. Okay. Ich sehe hier echt viel zu wenig. Viel zu dunkel hier. Warte, wo geht der hin? Nach da. Aber da ist ein Helikopter. Den Helikopter will ich eigentlich nicht. Nee. Den sparen. Also Helikopter holen wir uns, aber das da will ich nicht. Den will ich nicht verfolgen. Weil das ins andere Gebiet führt, das wir noch nicht erobert haben. Oder wo wir noch gar nicht sind. Also dementsprechend werden wir die nächste Folge. Nächste Folge werden wir dann wirklich den Killer da einschüchtern. Mal schauen, ob wir dieses Mal den einschüchtern und ihn nicht aus Versehen töten. Das passiert ja am laufenden Band bei uns. Gut, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.